Hallo ihr Lieben, es wird heute eine spannende Karte, weil ich erstens zwei Karten in eine packen werde und zweitens ich ein wenig aufgeregt bin, weil diese Karte wird für den Geburtstag meiner Mama, die wird 80. Und ich habe es gestern schon mal probiert und bin ja gescheitert, ist viel zu viel. Aber ich kann euch jetzt dadurch zeigen, wo ich hin will. Also das wird die Karte. Meine Mama steht ja auf Blau-Grün. Meine Mama selbst hat mir diesen Papierrest gegeben. Mit dem werden wir arbeiten. Aber es ist so ein Rest, dass ich damit, da fehlt immer was. Sodass ich da nicht so mitarbeiten kann, wie ich gern gewollt hätte. Ich habe selbst ein Papier eingefärbt. Mit dem werden wir wahrscheinlich arbeiten. Ich habe ja auch noch ein professionell eingefärbtes Papier. Also ihr seht, wenn ihr es denn seht, also man kann das tatsächlich wirklich ganz toll auch selber machen. Das muss man gar nicht fertig kaufen. Das ist ja auch immer wieder meine Devise. Man kann viel Geld sparen. Ich habe gestern im Video, was nicht online gehen wird, Schablonen gebastelt und damit die Zahlen gebastelt, weil ich möchte eine sogenannte Wendekarte mit euch basteln. Ich sage jetzt nochmal, oder ich betone an dieser Stelle erneut, es sind nicht immer alle Ideen von mir, sondern ich sehe irgendwo etwas, denke mir, das finde ich toll, aber das und das gefällt mir daran nicht und dann verändere ich es. So habe ich halt diese Wendekarte gesehen und mir gefiel die Technik unheimlich gut und die Idee dahinter. Und wie ihr vielleicht gut erkennen könnt, habe ich gestern zu früh diese Umrandung gemalt, sodass es verlaufen ist. Und es ist einfach, ich bin kein Perfektionist, aber es ist der 80. Geburtstag meiner Mama und das möchte ich dann doch schon ordentlich und schön haben. Aber jetzt kann ich euch wenigstens das Ziel zeigen und eigentlich ist diese Karte größer und eigentlich ist sie, also wenn sie auf Papier aufgeklebt wird, dann auf quadratischem Papier und mir war es wichtig, eine normale 0815 Rechteckkarte zu nehmen, also nicht quadratisch. Und das werden wir heute also dementsprechend umsetzen. Und mir ist es auch immer wichtig, den Mechanismus zu verstehen, damit ich den euch erklären kann und ihr es nämlich dann so umsetzen könnt, wie es für eure Maße passt. Ne? Wenn ihr zum Beispiel eine quadratische Karte machen wollt, aber irgendwie ein kleineres quadratisches Format oder eben genau das Gegenteil, ihr wollt eine Riesenkarte machen, dann habt ihr dann einmal den Mechanismus verstanden und könnt dann eure Variante entsprechend erstellen. Ich hatte gestern diese Schablonen hier selbst gemacht. Das werden wir an anderer Stelle noch einmal wiederholen, wie ich das hier, also was der erste Hintergrund ist. Heute, jetzt werden wir es anders machen bei der zweiten Variante und wir starten jetzt. Ich arbeite dafür, ich habe mich erneut entschieden, dafür mit den Karteikarten zu arbeiten. Ich habe zum Thema Karteikarten im Ich glaube, letzten Video auch was gesagt. Ich brauche zwei Blätter. Mein Ansinnen war es, auf der einen Seite Papier zu sparen, auf der anderen Seite wollte ich das Ganze ja, wie gesagt, hier draufkleben. Hatte ich schon erwähnt, dass ich zwei tolle Ideen zu dem 80. Geburtstag meiner Mama hatte und deswegen zwei Karten in eine packen werde. Das wird nämlich auch noch geschehen heute. Und wenn ich ein DIN A5 Papier, was die Maße 21 mal 14,8 gut nutzen will, dann passt es prima, wenn ich es auf 7 schneide. Ich sehe gerade, dass ihr zu weit weg seid. Das heißt, ne, 21 heißt, ich kriege drei Streifen A7 hier raus. Das nutze ich jetzt auch mal. Ich schneide bei 7. Ich schneide erneut bei 7 und habe dann den dritten ebenfalls bei 7 und schneide mir auch beim zweiten 7 cm ab. Lege es gerade an und ich könnte auch bei 14 anlegen, dann hätte ich eine größere also eine größere Anlegefläche. Das geht auch. Und dann habe ich auch, jetzt habe ich 4 mal 7, das ist das, was ich machen wollte oder haben wollte. Das ist die Grundlage hierfür. Und ich kürze es jetzt direkt ein. Wir kürzen es hinterher noch mal mehr, aber das machen wir später gemeinsam. Damit ich jetzt gut rechnen kann, kürze ich es auf. Was hatte ich denn ausgerechnet? Ich glaube 10,5. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten werde ich das schon merken. 10,5 lege ich an und schneide.
Ich nehme direkt zwei auf einmal. Vier wäre zu viel, aber zwei auf einmal geht auf jeden Fall. Und achte darauf, dass es schön aufeinander liegt. 10,5 und schneide. Diese Papiere brauche ich nicht. Also ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen Schneidern. Aber sie haben für bestimmte Techniken tatsächlich einen Vorteil. Denn ich habe hier, halt gucken, ob ihr das seht. Ich habe hier Inch, aber auch Zentimeter und hier eben auch Inch und Zentimeter. Und ich sehe hier, genau da, wo dieser Strich ist, also genau da, wo dieser Griff ist, bis dahin schneide ich. Und wenn ich also einen Einschnitt machen will, also nicht etwas durchschneiden, dann ist das natürlich mit einem Zentimetermaß. Hier habe ich auch ein Zentimetermaß. Und wahrscheinlich, komm, das probieren wir auch jetzt mal aus. Vielleicht lerne ich mal wieder was dazu. Also ich möchte, aber ich glaube, ich habe das schon mal probiert und bin damit nicht so gut gelandet. Ich möchte bis hierhin schneiden. Dann lege ich das Papier ein und wir testen das jetzt mal aus, denn ich glaube nicht, dass das klappt. Wenn ich davon ausgehe, dass das auch Mitte der Dingens geht, dann müsste ich ja, achso, ich hätte vielleicht die ganze, ich habe jetzt schon kein Gefühl mehr dafür, also abgesehen davon, dass ich den Strich nicht sehe. Ich mache jetzt mal bis zur Hälfte des Papiers, das wäre ja genau da. Und es ist nicht die Hälfte des Papiers, sondern drüber. Und das ist eben, klar kann man sich hier irgendwie eine Notiz machen, bis wohin er schneidet. Das wäre auch vielleicht sogar tatsächlich mal lohnenswert. Also ich habe das Papier, ich hatte es mittig und er hat bis hier geschnitten. Jetzt müsste ich erstmal gucken, womit ich damit eine Markierung machen kann, die man auch hinterher noch sieht. Ich versuche es jetzt mal damit. Das heißt, er schneidet bis, sage ich mal, hier ist die Schnittfläche. Das können wir jetzt nochmal testen. Ich will bis zur Mitte des Papiers schneiden. Das heißt, ich müsste ungefähr da aufhören. Naja. Also ihr seht, man kann natürlich seine Schneidemaschine so gut kennenlernen, dass das vielleicht klappen könnte. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, dass das mit so einer Maschine dann deutlich einfacher ist. So, ich hatte euch erklärt, ich habe mich für 7 cm entschieden. Einmal, weil es hinterher auf diese Karte drauf passen soll. Das heißt, ich brauche gar nicht so breite Streifen. Und der andere Grund war, dass ich dann halt schön viel aus dem DIN A5 Blatt rausholen konnte. Also da könnt ihr immer gucken, wie groß sind die Papierreste, die ihr verwerten wollt, oder. Irgendwie habe ich hier Flecken auf dem Papier. Entweder nehme ich das gleich für die Rückseite. Ja, so, wir machen aber erstmal weiter. Ich lege jetzt das erste Papier. Also es ist 7 cm breit, das heißt die Hälfte. Darauf solltet ihr auch achten, wenn ihr euch für ein Maß entscheidet, dass man die Hälfte gut ausrechnen kann, ist nämlich dann 3,5. Und jetzt möchte ich, wenn die Hälfte von 7 cm 3,5 ist, dann möchte ich diese Hälfte auch einschneiden. Also ich möchte bis 3,5 schneiden. Also bis dahin. Das ist der erste Schnitt, den ich mache. Der zweite Schnitt, den ich mache, jetzt muss ich mal gerade einmal hier spinksen. Der zweite Schnitt, den ich mache, ist, dass ich die 3,5 cm, also die Hälfte der Breite, nehme, an der ich hinten nicht schneiden will. Also das ist 10,5 lang, darauf habe ich es geschnitten. Das heißt, mein Schnitt geht jetzt, ich lege es bei 3,5 an, bis 7 cm. Dass ich 3,5 nicht geschnitten habe. Das ist mein zweites. Das dritte Blatt, da lege ich das Papier hier an. Und ich möchte einschneiden bei 3,5. Das heißt, ich könnte es jetzt hier anlegen, aber ihr könnt auch das wiederum bei 7 anlegen. Dann habt ihr eine längere Anlegefläche und könnt bis 3,5 einschneiden. Und das gleiche wiederholen wir mit dem letzten Blatt. Wir legen es bei 7 an.
weil ich 3,5 einschneiden möchte. Und das mache ich auch. So, wobei ich das eine gleich so rum verwenden werde und das andere so. Ihr seht jetzt übrigens vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht, was ich eben meine mit diesen Schnittflächen, die eben irgendwie so ein bisschen gefranst sind. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber das ist der Grund, warum ich mit diesem kleinen Maschinchen nicht so gerne arbeite. Jetzt habe ich mich noch nicht 100% entschieden, wie ich es mache, ob ich jetzt hier mit dem Designpapier arbeite oder ob ich aus dem Designpapier die Zahlen ausstanze. Und zwar habe ich passende Stanzschablonen, die auch in der Größe passend sind. Sonst hätte ich vielleicht sogar da das Papier dran orientiert, aber es passte halt einfach perfekt. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, ob ich es verziere und wenn ja, wie. Hier hatte ich mich ja entschieden, nicht zu verzieren, sondern einfach die Zahlen aufs Weiße drauf zu packen und hätte, glaube ich, dann hier die Seiten verziert. Und jetzt denke ich darüber nach, ob ich die 80 gegebenenfalls ausstanze. Das könnte vielleicht sogar ganz cool aussehen. Oder aber, ob ich das hier verziere und die 80 draufklebe mit was anderem. Und wie ihr seht, kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Also ich habe dann hier so einen Mechanismus draufkleben. Das soll ja nicht too much sein. Also wäre ja vielleicht die 80, Entschuldigung, die 80 als Zahl gar nicht schlecht. Dann mache ich das als Hintergrund, klebe das hier auf. Das ist ja jetzt wieder weiß. Ich werde es nicht einfärben. Nee, ich werde es nicht einfärben. Bevor das passiert, was gestern passiert ist, dass das nicht trocken ist, weil ich will das Video in einem durchdrehen. Weil ich gleich noch Besuch bekomme. Kurz nachdenken, ob ich denn zufrieden damit bin. Wenn ich es nämlich einfärbe, habe ich die Schwierigkeit, dass ich unter Umständen nochmal eine Farbnuance reinbringe, die vielleicht auch nicht so richtig passt. Und wenn ich gleich mit einer weißen Mattung arbeite, dann ist das Ganze auf jeden Fall sehr edel und ich habe das Weiße dann. Doch, das machen wir so. Wir machen die 80 hier auf weiß und wir verzieren das hier und wir machen die 80 hier draus. So, entschieden. Ihr sagt, ihr wollt bei den Entscheidungsprozessen dabei sein und meine Überlegungen wissen. Dann kriegt ihr die auch. Ich nehme mir jetzt mein Masking Tape. Ich habe mir ja beim Action in der Heimwerkerabteilung dieses Tape gekauft und damit habe ich in der Tat gute Erfahrungen gemacht. Jetzt gucke ich mal gerade, wie ich hier die Buchstaben ausstanze, dass ich das Papier optimal nutze. Eine Zahl fehlt noch. Wo ist sie hin? Liebe Null, da. Ja, ich glaube, so ganz optimal kriegen wir es nicht ausgestanzt. Wir machen es jetzt mal so. Kleben es einmal fest, dass es mir nicht verrutscht. Und noch ein drittes Stückchen. Na komm, dann machen wir das sogar in zwei Teile. Einmal hier und einmal hier. Dann kurbel ich das einmal durch die Maschine. Ihr bleibt wieder dabei. Das geht ja immer recht weg. Ich überlege gerade nur, ob ich es abschneide. Ich kurbel es einfach komplett durch. Knack, knack, knack. Das Knacken ist immer ein gutes Geräusch, weil im Normalfall dann das Papier auch tatsächlich gestanzt wurde. Das werden wir aber jetzt auch feststellen, indem ich halt sehe, ob es sich rauslösen lässt. Wir haben die 7, wir haben die 8,
Wir haben die 0 und die 9. Perfekt. Das sind die Reste, die brauchen wir in diesem Falle nicht. Und zur Verzierung brauchen wir das Papier ja gleich nochmal, da kümmern wir uns aber gleich drum. So, meine Mama ist also 79 und wird 80. Das ist also das Ziel, dass es das ist. Und dann werde ich mal einmal das hier auf Seite legen und darüber nachdenken, wie ich weitermache. Ja, wir machen das folgendermaßen. Und zwar werden wir jetzt die Grundlage für die 79 ineinander schieben. Dafür nehmen wir die beiden länglichen. Die gehören nämlich gleich so zusammen. Also die lange Öffnung zeigt nach links, die kurze Öffnung zeigt nach rechts. Und die hier gehören gleich zusammen. Die liegen, da liegen sich die geschlossenen Enden einfach liegen nebeneinander. Ich drehe das Ganze, weil ich gerade gesehen habe, dass hier so ein bisschen orange war oder zumindest orangefarben schimmerte. Diese beiden gehören ineinander gesteckt und zwar so, dass die lange Fläche unten ist. Also diese lange geschnittene Fläche ist unten und jetzt wird die 80 dort aufgeklebt. Und noch durchgeschnitten. Und ich überlege gerade, wie ich das mit dem Durchschneiden mache. Da bin ich noch tatsächlich unsicher. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ob das klug ist oder nicht, ist mir völlig egal. Das ist meine Lösung. Ich nehme jetzt eins von diesen Schmierblättern, die ich hier habe. Ich nehme meinen Removable, meinen wieder ablösbaren Kleberoller und klebe mir die 80 einmal hier drauf. Und zwar so, dass sie harmonisch gut zueinander aussieht. Also den richtigen Abstand. Die richtige Höhe. Hallo? Irgendwie wirkt die 0 größer. Ist sie es auch? So, das ist irgendwie, muss ich glaube ich den Kleber eher hier drauf aufbringen. Die 0 wirkt noch ein bisschen schief, die machen wir noch gerade, die 8 setzen wir gerade und jetzt ist das doch einigermaßen gleichmäßig. Und jetzt versuche ich die Mitte auszurechnen. Ich möchte es akkurat haben, das müsste ich jetzt gar nicht, glaube ich, so pingelig sein, aber jetzt bin ich auch mal pingelig. Das heißt, ich nehme mir mein Lieblingsgeodreieck und rechne mir die Mitte aus, indem ich sehe, die Buchstaben sind 5,4, also 5,2 breit, denke ich mal. Zumindest sehe ich hier 2,6, 2,6 ungefähr. Das heißt, die Mitte ist hier. Und wir prüfen das noch mal einmal gerade hier. Das macht einen guten Eindruck. Die Mitte ist hier. Jetzt nehme ich mir meine Schneidemaschine. Naja gut, ich kann es ja noch mal ausstanzen, wenn es misslingt. Lege es an. Haha, nicht verrutschen. Das ist nicht in Ordnung. Verrutschen ist keine Option. Lege es an. Und zwar so, dass ich, jetzt sollt ihr wieder eure Schneidemaschine gut kennen oder eine haben, bei der es eindeutig ist, und schneide es durch. Und dann kann ich mir meine, so,
zwei Bestandteile nehmen und wiederhole das gleiche für die 79. Die brauchen wir gleich nämlich auch und die wird genauso geteilt. Das heißt, auch die klebe ich einmal auf. Ihr könnt das immer auch anders lösen. Ich zeige euch, wie gesagt, meine Lösung. Es gibt, ich habe ein Video gesehen, bei dem das zum Beispiel auf Designpapier gestempelt war. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Voraussetzung, Schrägstrich Problemlösung, wie jetzt hier, wo ich das so lösen möchte. 2,6 in beide Richtungen. Da ist die Mitte. Und hier ist die Mitte. Und ich lege es wieder ein. Das tut echt weh. Und schneide. Boah. So, wunderbar. Wir haben das hier aufeinander gelegt. Ich kann jetzt die 80 aufkleben. Die 80 darf jetzt auf keinen Fall den Mechanismus stören. Deswegen wollte ich sie nämlich eigentlich nicht aufkleben. Ich wollte nicht mit aufgeklebtem Papier arbeiten, weil hier kann das halt sehr schnell sonst stören. Jetzt habe ich auch noch ein verhältnismäßig dickes Papier. Das heißt, umso wichtiger ist es, dass es komplett plan aufliegt. Was ist die Lösung für etwas, das ganz flächig kleben soll? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, das kram ich gerade mal hervor, es wehrt sich. Moment. Komm her. Die einfachste Variante ist Sprühkleber. Es gibt eine weitere Möglichkeit, aber die einfachste ist in der Tat Sprühkleber. Und wer meine Videos schon häufiger geschaut hat, ich nehme euch etwas höher, der weiß, dass ich das Ganze in so einer Kiste mache. Das bedeutet, ich lege das zu Klebende auf Schmierpapier hier in die Kiste rein, logischerweise verkehrt rum, und besprühe es. So, mit ein bisschen Abstand. Ich packe es in einen Karton. Man sieht hier schon Katzenhaare, weil das hier klebt sonst hinterher alles. Und diese Klebe möchte ich nicht auf meinem Schreibtisch haben. Nicht aufeinander. So, jetzt lassen wir es kurz antrocknen, damit der Klebstoff so ein bisschen, ja, besser haftet. Wir nehmen es aber schon mal raus. Vorsichtig, gerne mit einer Pinzette. Bin ja so der Direktarbeiter. Lassen das einmal ein bisschen anziehen. Und wichtig, 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 Schmierblatt direkt entfernen. Weil wenn ich gleich die 79, das mache ich aber tatsächlich gleich erst, einsprühe, dann möchte ich da keine Schweinerei haben. So, es ist jetzt einmal hilfreich, wenn ihr euch das Papier hier drauf legt, weil das, wie habe ich das denn geschafft? Das war bestimmt der Kleber und das Schmierpapier. Die Kombination lässt sich aber wegwaschen. Weil das hier ist das Quadrat, was ihr habt, ne? Also ich zeige nochmal hier das Ergebnis. Und ich möchte ja die 80 mittig haben. Ach, die 80. Sekunde, das hier ist die 79. Gut, dass wir darüber geredet haben. Das hier ist die 80. Und die 80 wird so ineinander gesteckt. Die nehmen wir gleich wieder auseinander. Aber wartet mal, ich bin irritiert. Das hier ist oben. So. Das, was nach rechts geöffnet ist, ist oben. So, dann weiß ich ja hier, wie meine Mitte ist. Das ist gar nicht verkehrt. Ich hätte mit der 79 anfangen wollen, aber das schadet nicht. Jetzt muss ich nur mal gerade wissen, gab es hier ein oben und ein unten?
Wenn ich doch die Mitte geschnitten habe, müsste es auch egal sein, ne? Bin so gespannt, ob das klappt oder ob ich hinterher wieder zur Schablone zurückgehe und ein drittes Video starte. Mal gerade einmal gucken, ob ich den Bogen richtig genommen habe. Das macht einen sehr guten Eindruck. Und ich klebe es schön fest. Ich denke darüber nach, ob ich es einmal durch die Kurbelmaschine drehe, weil ich dadurch dann auch nochmal die Luft rauspresse. Das machen wir gleich tatsächlich. Ich gucke mal gerade, ob ich es noch auseinandernehmen kann. Denn das ist wichtig. In welche Richtung muss ich denn auseinandernehmen? So, sehr schön. Ne, also da, wo es rechts eingeschnitten ist, ist oben. Da, wo links eingeschnitten ist, ist unten. Das werde ich gleich tatsächlich durch die Kurbelmaschine schieben. Und wir haben hier die 79. Und da wissen wir ja, das lang eingeschnittene ist unten. Ich lege es glatt aufeinander, dass es plan ist. Ich orientiere mich, das war das, was ich eben meinte, dass die 79 kann ich jetzt nicht mittig kleben, sondern die soll ja mittig hier sein, dass sie mit der 79 tauscht. Ich nehme mir also meine 79. Und sprühe auch sie ein. Ich nehme auch einen anderen Sprühkleber. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo der andere hingerollt ist. Also das eben war der vom Action. Der hier ist von Tartan. Und dann habe ich noch einen anderen. Das ist ein Deko-Sprühkleber und ein Bastelsprühkleber. Ich habe bisher keine größeren Unterschiede festgestellt. Kleben tun die alle. So, ich nehme es wieder raus zum Antrocknen. Und entferne, was mir bleibt. Und ich bewahre meinen Sprühkleber einfach da drin auf und dann passt das immer perfekt. So, wir haben das übereinander gelegt. Haben wir schon genug gewartet? Ich glaube ja, ne? Ich räume mich schon mal noch mal gerade das ein bisschen weg. Und ich fange jetzt mal an. Das ist eine gute Frage. Ich muss erst mal gucken. Mit der 9, glaube ich. Ich orientiere mich am Rand, den ich hier oben sehe. Das sind so, keine Ahnung, 3 mm und die mache ich hier auch. Packe dann den Rest drunter. Und bei der 7 mache ich einen kleinen Abstand. So wie ich ihn da auch sehe. Mir gut. Nehme auch das wieder auseinander. Und wenn ihr sowas habt, wie eine, also wir wagen wir das jetzt? Bin echt am Überlegen. Doch eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, dass Dinge besser halten, wenn man sie dolle andrückt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das gleich nochmal machen muss. Also, das Risiko kann ich gut mitnehmen. Das einmal durch die Maschine. So, jetzt hoffe ich, dass das gut hält. Das war der wichtigste Schritt eigentlich schon. Der Rest ist lediglich ein bisschen aufpassen. Wir wissen, also jetzt dadurch, dass wir ja auch jetzt schon die Zahlen draufkleben haben, wissen wir eigentlich schon, wie es zusammengesteckt werden muss. Jetzt ist nur wichtig, was ich zuerst zusammenstecke. Und zwar starte ich mit der 79. Dann, jetzt aufpassen, das ist wichtig. Wir müssen selbst nachdenken. Dann schiebe ich den oberen Teil
so hier rein, dass er den oberen Teil der 79 verdeckt und der untere Teil von der 80, den schiebe ich von hier rein. Da ist ja auch hier die Öffnung. Und zwar habe ich hier drei Lagen Papier und hinter die zweite schiebe ich dieses Papier. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das sollte es schon gewesen sein. Aber es hakt. Und zwar, ich weiß, dass es wegen der Buchstaben, also wegen der Zahlen ist. Weil der Mechanismus, das ist doof, wenn es hakt. Der Mechanismus funktioniert. Ich will nicht, dass es hakt. Oh, es hakt nicht mehr. Es musste sich nur einmal eingrooven. Doch, gefällt mir gut. So, dann können wir zum Vollenden kommen, weil jetzt mache ich das Ganze noch schön. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir starten damit, dass wir hier alles schön aufeinander legen, dass alles hübsch ist. Und schneiden uns das zu. Aha, so viel zum Thema, alles liegt aufeinander und ist hübsch. Hier ist offensichtlich, habe ich hier, das ist aber nicht schlimm. Auch das ist egal. Ich befestige mir das einmal mit dem Masking Tape auf der Rückseite und möchte das Ganze jetzt so einkürzen, dass ich es hinterher hier drauf kleben kann. Und zwar habe ich das hier bereits so ausgerechnet, dass wenn ich das hier aufgeklebt habe, der Mechanismus funktioniert. Achso, ich sollte beide Papiere nehmen, das könnte helfen. So hakt es jetzt wieder. Es hat doch eben fantastisch funktioniert. So, und dann seht ihr, habe ich unten und oben ein ganz klein bisschen Abstand. Wir kleben das gleich noch zusammen, dann ist es nicht ganz so verwirrend. Ne? Also das muss ich dann gleich mittig aufkleben, dass ich oben und unten den gleichen Rand habe. Und wenn ich den gleichen Rand auch rechts und links haben will, dann muss ich ja, werde ich nicht. Dann muss ich ja hier noch ordentlich was abschneiden. Und zwar ungefähr so viel. Das wird gleich deshalb ein bisschen spannend, deswegen zögere ich auch kurz, weil ich kann euch das hier zeigen. Seht ihr hier diese Spitze? Und diese Spitze muss sowohl vorne als auch hinten frei beweglich sein. Das heißt, wenn ich so viel abschneide, ach ja, das könnte ich doch machen. Ha, das finde ich gut. Weil ich möchte an meinem Plan festhalten, aber ich möchte es ja auch noch aufkleben. Und da habe ich gerade was festgestellt und das werden wir jetzt mal einmal versuchen zu dokumentieren. Ach so, deswegen, weil ich hier die Kleber drauf habe. Hehehe. Deswegen hat das gehakt. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, ihr habt wahrscheinlich mit mir geredet. Ich bin jetzt mutig. Ich schneide das ab. Im schlimmsten Fall, ihr wisst, muss ich es nochmal machen. Nicht dramatisch. Schneidemaschine. Ich glaube, ich habe die zweite Klebeflasche wieder gefunden. Ich habe mich gerade umgekippt. Lege das hier schön aufeinander. Und ich möchte einen geraden Schnitt machen. Ich habe das Gefühl, oh, es fühlt sich schon sehr mutig an, was ich hier tue. So, dann wollen wir doch mal gucken. Also, hier kann man es gut erkennen.
gucke mir jetzt die Rückseite an und kann auf jeden Fall hier ja auf diese Fläche Kleber aufbringen und die gleiche Fläche. Ach Mensch, die andere Fläche wird doch eigentlich. Ja, doch. Ein bisschen. Ah, doch. Da kann ich bis maximal da. Aber dann. Nee, sogar bis hier, ne? Da kann ich doch Klebstoff aufbringen, ne? Seht ihr das auch so wie ich? Gerade gucken. Sieht so aus. Tja, das ist doch gut. Damit kann ich doch gut arbeiten. So, was wir jetzt noch gesehen haben, ich habe hier am Rand wirklich nur sehr wenig Platz, weil wir werden das Ganze jetzt miteinander verkleben. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir werden auf der einen Seite mit Klebstoff arbeiten und auf der anderen Seite mit doppelseitigem Klebeband und ich habe ja dieses ganz dünne Sticky Tape und das ist dafür absolut perfekt geeignet. Ich radiere einmal meine Bleistiftmarkierung weg und klebe jetzt als erstes mal diese beiden Blätter fest. Nehme ich da nicht einfach auch Sticky Tape? Spricht doch gar nichts gegen, ne? Ich überlege noch, ob ich einen Griff dran mache, dass man weiß, dass man da greifen muss. Und da ich ja nichts rausziehen will, könnte ich eine Lasche dran machen. Eine Lasche kann sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe jetzt hier etwas Viereckiges. Da könnte ich mit was Viereckigem weiterarbeiten. Ich habe doch von dieser 8 diesen lustigen Nupsi. Den könnte ich auch nehmen. Ich habe von der 9 auch noch den länglichen Nupsi und von der 0. Ja, der ist etwas unförmig. Gucken wir uns doch die beiden Reste mal an. Gut, dass ich sie noch nicht weggeworfen habe. Auch das kleine nehmen, mich eh nur so wenig rausgucken lasse. Finde ich gar nicht verkehrt. Das nehmen wir jetzt. Es war ein bisschen sehr öpselig. Ja, oder wir schneiden uns einfach einen Kreis aus. Also stanzen uns einen Kreis aus. Mal gerade gucken, der ist sehr groß. Aber ich habe hier gerade so eine Ecke, wo der noch genau passt. Harmonischer aussieht. Ja, das gefällt mir gut. Das bedeutet, ich verwende jetzt einmal hier das Sticky Tape. Und zwar den kompletten Rand entlang. Nehmen wir mein neues Scherchen und schneide es ab und klebe gleich, wenn ich das positioniert habe, ich drücke es an, dann kann ich im Normalfall die Schutzfolie gut lösen. Jetzt platziere ich erst das hier mittig. Wie viel soll rausgucken? Zu viel, das kann echt weniger sein. Ja, das ist auch gut, vielleicht einen Tacken mehr. Und packe jetzt da drauf auch noch mal Sticky Tape. Dann sind wir
auf der sicheren Seite, dass sich nichts löst. Hier ist jetzt auch allein schon deshalb Sticky Tape wichtig, dass ich das nehme, weil das ist hier beschichtet auch mit Glitzer und da hält Klebstoff und auch doppelseitiges Klebeband sowieso schon nicht so richtig gut drauf. Da ist also ein gut haftendes dann tatsächlich gut und wichtig. Wir legen es schön aufeinander und drücken es an. Schritt 1. Schritt 2. Schritt 2 ist, wir kleben mit Sticky Tape. Das klappt ja auf jeden Fall. Das ist ja nicht zu breit. Einmal hier am Rand. Machen wir es doch direkt hier. Als auch dort am Rand. Ach so, ich habe gar nicht geprüft, ob ich es gut abgeschnitten habe. Ne? Ich habe mir einfach selbst vertraut. Ja, ist doch auch eine gute Lösung, sich selbst zu vertrauen, dass man es richtig gemacht hat. Einmal andrücken und die Schutzfolie lösen. Dann lege ich es aufeinander und drücke es an und ich löse diese Schutzfolie. Hattet ihr denn ein wundervolles Weihnachtsfest? Was plant ihr für Silvester? Geht's euch gut? Lege es aufeinander, drücke es fest. Jetzt. Juhu! Das hat schon mal funktioniert. Kommen wir zum nächsten Schritt. Ich möchte es so aufkleben. Haha, ha, 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 ha. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ihr seht gerade, worüber ich lache. Finde ich das schlecht? Also ihr seht, das wird gleich spannend, das festzukleben. Ich finde das gut. Dann habe ich direkt was zu greifen. Ich finde das nicht schlecht, dass es rüberschaut. Ein Briefumschlag ist eh mal einen Tacken größer, dann passt das. Das heißt, ich positioniere das jetzt mittig. Das heißt, ich messe mir einmal, das ist am einfachsten, die Mitte aus. Okay. Die ist hier und die Mitte ist hier ja allein schon durch den Strich gekennzeichnet. Und jetzt werde ich hier mit Sticky Tape arbeiten. Einmal am Rand entlang. Hier kann ich den ganzen Rand nehmen. Oh, das wird jetzt, also das finde ich jetzt gerade, ich persönlich sehr spannend. Also, ob ich mich da irgendwo verrechnet habe. Und werde jetzt hier noch so ein paar Schnipselchen aufbringen. Herzlichen Glückwunsch gleich beim Abhitteln. Mama, ich habe dich sehr lieb. Meine Mama guckt ja meine Videos auch. Das heißt, sie wird sich hinterher genau angucken, wie ich ihre Karte gebastelt habe. Diese Karte ist eine Liebeserklärung. So. Das wird gleich nicht lustig. Und hier denke ich kurz darüber nach, ob ich normales doppelseitiges Klebeband nehme. Ja, komm, wir machen das mal so. Ich mache hier noch mal einmal Sticky Tape. Und hier das normale. Ist fast ein wenig breit. Nee, komm. Was soll das? Da muss ich halt ein bisschen mehr fummeln. Kommt jetzt auch Sticky Tape hin. Das ist Liebe.
Ist ja auch meine Lieblingsmama. Sage ich immer. Dann sagt sie immer, dass ich ihre Lieblingstochter bin. Was damit zusammenhängt, dass ich die einzige Tochter bin. Wir gucken uns das noch mal einmal an. Das macht für mich einen guten Eindruck. Und jetzt sind wir mutig. Also ihr habt gesehen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr es überhaupt aufkleben wollt. Muss man nicht. Man kann auch die Rückseite verzieren und das Ganze in einer entsprechenden größeren Variante dann so überreichen. Ich wollte es, wie gesagt, auf eine Klappkarte aufkleben, weil ich gleich in die Klappkarte quasi noch eine zweite Karte bastel oder packe, die aber sehr einfach sein dürfte, hoffe ich. Ey, das ist nicht okay. Das überlege ich jetzt gerade, ob ich das hält. Ja, immer schön andrücken. Und wenn ihr es löst, vorsichtig lösen, damit ihr wisst, ob ihr auch nur die Schutzfolie habt. Nicht so wie ich gerade. Ich hatte ein extrem gemütliches Weihnachten. Heiligabend tatsächlich in Jogginghose, weil ich nur mit meinem Freund alleine war. Was bei mir familiären Umständen geschuldet ist, was aber für mich absolut in Ordnung ist, weil ich das nicht brauche, diesen Bohai um Heiligabend oder Weihnachten drumherum. Ich finde es viel schöner. Wir treffen uns gleich mit einem Freund und spielen. Das ist dann für mich entspannt und Weihnachten. Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Wenn es meine Familie wäre, wäre auch schön. Aber meine Mama hat halt am 27. Dezember Geburtstag. Ich verrate das jetzt einfach mal. Der ist jetzt eh vorbei, sonst würdet ihr die Karte noch nicht sehen. Und da sagt meine Mama immer, sie will halt vorher ihre Ruhe haben. Ist ja auch in Ordnung. Das heißt, dementsprechend sehe ich meine Mama an Weihnachten nicht, weil sie da selbst auch überhaupt keinen Wert drauf legt. Und ich sehe sie dann am 27. Und da sehe ich dann auch die ganze Familie. Und das ist, ja, es ist kein Weihnachten, weil wir eh nicht Weihnachten feiern. Aber es ist ein schönes Familientreffen dann. Tada! Worauf ich jetzt nicht geachtet habe, ob ich rein theoretisch, aber nee, das kann ich nirgends. Ich kann jetzt nirgendwo sonst noch ankleben. Also die einzige Möglichkeit, es anzukleben, ist tatsächlich diese Stelle hier. Und das hat funktioniert. So, jetzt möchten wir das Ganze... Ich habe da was vergessen. Ja, das, da müssen wir jetzt durch. Unter Umständen muss ich gleich das ganze Sticky Tape nochmal anbringen. Danach sieht es aus. Ich habe einen Fehler gemacht. Menno. Nicht schlimm. Ich habe das Grundpapier vergessen. Ich wollte da noch was draufkleben. Mit einer Mattung. Das machen wir jetzt auch noch. Da sind wir mal hier. Ganz genau. So. Habe ich vergessen. Nicht schlimm. Passiert. Schnell wieder gelöst. Werd gleich neues Sticky Tape draufgebracht. Neu gefummelt. Und dann hält das wieder. So, wir starten damit. Ich nehme jetzt einfach das Restpapier von eben. Schneide mir daraus meine Mattung. Ich glaube, ich hätte weniger Mattung nehmen sollen. Doch, es könnte passen. Weil ich will ja nur ganz wenig. Ich hätte mir messen können. Hätte tatsächlich mal das messen können.
Das ist jetzt 14,2 mal 10. Dann mache ich jetzt 9,7 mal 13,9. Das sollte dann theoretisch passen. Und das sollte wiederum passt. Sehr gut. Wenn man quatscht, passiert sowas schon mal. Hat aber keine Dramatik. Ich muss noch mal eine andere Präzisionsflasche wiederfinden. Ich finde die tatsächlich mit dem Nadel noch besser. Auch wenn ich manchmal Schwierigkeiten habe, die Nadel zu treffen. Aber das hat sich schon recht gut geübt. Nummer 1. Und Nummer 2. Das ist gut, dass ich mich jetzt für dieses Papier entschieden habe, was ich ja selbst hergestellt habe, weil dann kann ich gleich, bevor ich die zweite Karte quasi einklebe, schauen, ob es denn so klappt, wie ich es mir vorstelle. Verzierung. So, während das schön trocknet. Warum schlägst du hier Wellen? Ich lege das jetzt mal so lange unter meine Matte drunter, dann kann das trocknen und wir bringen hier nochmal Sticky Tape auf. Ihr könnt wieder wunderbar von meinen Fehlern lernen. Ich auch. Ich könnte es jetzt auch rausschneiden, ne? Aber das mache ich nicht. Wobei das halt immer dann die Problematik ist, dass das Video dadurch so lang wird, wenn ich es nicht schneide. Das wäre der Vorteil vom Schneiden, aber warum soll ich euch nicht zeigen, dass das passieren kann und dass das aber nicht schlimm sein muss. Dass man immer alles noch retten kann. In irgendeiner Form. Muss mal einmal kurz unromantisch auf die Uhr schauen. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Dann hält der jetzt auch wieder besser. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Nummer 3. Also ich meine, da ist ja keiner alleine. Und der letzte Trommelwirbel. Und einmal, ach so, die Mitte. Ist da. Und dann ist die Mitte
achte ich nur noch darauf, dass ich die Mitte von dem Blauen treffe und dann den Bleistiftstrich mit der Mittellinie. Und drücke es ordentlich an. Tada! Sehr schön. Jetzt noch verzieren. Ich will hier noch was hinkleben. Das zeichne ich mir kurz ein. Ich werde es auch ausmessen können. Kannst auch einfach. Ich weiß ja die Maße. Ach komm, ich zeichne es mir trotzdem ein. Es ist ja 7,5 und dann will ich, keine Ahnung, 2 mm kürzer oder 3. Und dann mache ich hier direkt weiter. Das ist zweigeteilt, das muss ich auch zweigeteilt lassen. Warum, zeige ich euch gleich. Nee, ich mache erstmal den einen Schnitt. Das wird hier mir zu kompliziert, was ich hier fabriziere. Und zwar muss ja hier das sich bewegen. Und dementsprechend kann ich hier nicht Designpapier drüber kleben, weil ich hier diesen Mechanismus habe. Ne? Hier. Da kann ich nichts drüber kleben. Ich kann da aber was drauf kleben. Aber eben zweigeteilt. Gefällt mir das? Oder wäre das hier schöner? Nein, definitiv ist das hier schöner. Ah, so, jetzt überlege ich kurz, ob ich da Sprühkleber nehme. Ich kann von meinen eigenen Fingern lesen. Ich nehme Smooth Plan kleben. Komm, ich gehe einfach fein am Rand entlang. Lass es lieber ein ganz klein bisschen rausquillen. Und kann das dann mit dem Finger wegreiben. Damit es gleich den Mechanismus nicht stört. Ne? Das ist halt das Wichtige. Ach, wie lustig. Eben hatte ich es anders draufgelegt. Das sah auch gut aus mit der Lasche. Aber so sieht es auch gut aus. Schön, das Muster ist sehr dankbar. So, und dann habe ich hier noch meine zwei Vierecke. Und dann werde ich jetzt tatsächlich den Schnitt hier machen, weil ich ja, das gekürzt hatte. Und dann mache ich das jetzt auch, eine gekürzte Verzierung. So, und zwar einmal bis da, das hatte ich sogar schon markiert, und einmal bis da. Ich glaube, das hätte man jetzt auch mit einer Schere schneiden können, aber mache ich nicht. Dann ist Teil 1 schon fertig. Doch, das gefällt mir gut. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich hier noch unten einen Streifen hinklebe, der überhaupt nicht zur Sache tut, aber für die Harmonie was täte. Was meint ihr? Achso, schön dünn am Rand entlang. Wichtig. Auf der einen Seite das weiß man dann vielleicht nicht. Ach so, und dann müsste ich ja dann hier oben
auch hinpacken, weil wenn ich das gedreht habe, ist ja sonst oben leer. Nee, dann lasse ich es unten frei. Sonst müsste ich oben auch. Und das weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Wir probieren es gleich aus. Wir kleben es jetzt erst auf. Da sehe ich noch die Bleistiftmarkierung. Die machen wir noch weg. Das klappt ganz wunderbar und dann würde ich oben und unten, so dass man dann immer was sieht. Die Idee gefällt mir gut. Das machen wir. Jetzt hätte ich es doch ausmessen sollen, aber eigentlich doch. Jetzt messe ich es tatsächlich aus. Hätte man auch vorher machen können. 6,9 mal 3,3. 6,9 mal 3,3. Zweimal 6,9. Erstmal muss ich hier rechte Winkel schaffen. 6,9. Mal 3,3, das ist immer das Spannende. Ich orientiere mich wie immer daran, dass ich gleichmäßig vom Plastik sehe. Ich prüfe einmal kurz, ob ich alles richtig gemacht habe. Das sieht sehr gut aus. Und schneide mir das gleiche hier zu. Das ist ein rechter Winkel. Mal 3,3. Ist da mal 6, was war's? 9? Ja, 6,9. Tada! Aber es passt nicht. Warum passt es da und da nicht? Na, hat Frau von und zu Blei ungleichmäßig gearbeitet? Könnte man ja fast meinen. Ist mir völlig egal. Wird jetzt so schön aufgeklebt, dass es nicht auffällt. Und zwar klebe ich es so auf, dass man einen kleinen blauen Rand sieht. Nicht darunter, das wäre jetzt doof. So, und hier the same. Schön am Rand, ne, dass es den Mechanismus nicht stört. Also ich hätte jetzt auch mit Sprühkleber arbeiten können, aber ehrlich gesagt war ich zu faul, ihn wieder rauszukramen. Jetzt kann ich das ja hier drunter, das ist ja alles lose, genauso platzieren wie oben. Mit anderen Worten, ich hätte auch einfach einen ganzen Streifen drunter kleben können. Psst. Kann ich den noch lösen? Ich würde ihn nämlich gerne noch ein bisschen schieben. Den hätte ich nämlich gerne etwas weiter hier. Werde ich nicht so. So. Was sagt ihr?
Kompliziert, aber schön. Mir gefällt's. So, das ist außen. Und innen sollte viel, viel einfacher gehen. So die Theorie. So geht's. Und da möchte ich mir erstmal das hier zuschneiden. Ich prüfe gerade, inwiefern ich eine Richtung nehmen sollte, damit, wenn es misslingt, ich noch ein zweites Papier habe. Das heißt, ich nehme diese Richtung. Ich schneide mir einmal da und dazu. Und dort möchte ich jetzt etwas aufstempeln und denke noch kurz darüber nach. Die Idee gefällt mir gut. Falls es klappen sollte, dann klebe ich das sogar hier hin. Und das Papier würde ich dann auf diese Seite kleben. Und dann könnte ich da meinen Gruß drauf schreiben. Wenn das nicht klappt, kann der Gruß immer noch in weiß gestaltet werden. Oder. So, und zwar habe ich etwas gesehen, auch wiederum ist das nicht meine Idee. Da hat jemand Scrabble-Buchstaben genommen. Und dann 40 ist in Scrabble auch nur 18 oder was auch immer. Und meine Mama wird ja 80 und ich habe keine Scrabble-Buchstaben, aber ich habe tatsächlich passende Stempel. Das heißt, ich möchte jetzt eine 80 ausstempeln und ich habe erst überlegt, ob ich es ausschneide. Ich denke immer noch darüber nach, ob ich es nicht ausschneiden sollte. Helft mir mal. Mache ich das? Ich nehme jetzt mal ein passendes Stempelkissen. Und dann testen wir das mal einmal aus. Erstmal muss ich ein passendes Stempelkissen haben. Das da macht doch einen gar nicht so schlechten Eindruck, oder? Es könnte aussehen. So, wir machen einen Probestempel. Zittere. Da die Idee war, es direkt aufzustempeln, dann natürlich mit einer dunkleren Farbe. Wenn ich aber jetzt das Ganze auf weiß arbeite und ausschneide, ich habe halt Sorge, dass es nicht gleichmäßig ist. Deswegen hätte ich es ausstanzen wollen. Die Frage ist, inwiefern es auffällt, wenn es nicht gleichmäßig ist. Aber ich würde halt damit insofern eine Entlastung haben, weil ich nicht so ordentlich platzieren müsste. Versteht ihr? Das heißt, die Gefahr, etwas zu versauen, sinkt dadurch enorm. Kommen wir testen. Ich nehme mal die Schere. Ich glaube, die ist mir sympathischer als die. Warum, weiß ich gar nicht. Na komm, wir müssen es mal rausfinden, warum. Ich versuche mal einmal das Ganze quadratisch auszuschneiden mit gleichen Abständen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Weihnachten verbracht habt und ob das, was ihr euch anders gewünscht hättet. Und ob das möglich ist, das nächstes Mal anders hinzukriegen. Das würde mich mal interessieren. Dass ihr sagt, weniger Familie, mehr Familie. Nur teilweise waren wir natürlich auch wieder durch Corona eingeschränkt. Da bin ich auch gespannt, was das neue Jahr bringt.
Aber wir haben ja gesagt, wir reden nicht mehr über sowas Doofes bei was Schönem. Nämlich, wenn wir basteln, wollen wir basteln. Ich denke kurz darüber nach, ob es sogar vielleicht besser wäre, mit einem schwarzen Stempelkissen zu arbeiten, weil man vielleicht das besser lesen kann. Aber jetzt testen wir es erstmal aus. Da muss es eh drauf passen. Manchmal ist es übrigens praktisch, wenn man seinen Schreibtisch nicht sofort aufräumt, sodass ich jetzt hier noch die Streifen, die ich abgeschnitten hatte, rumliegen hatte. Und die konnte ich jetzt noch echt gut verwenden. Also ich muss gestehen, das mit dem Ausschneiden geht ganz okay. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass man die Zahlen auf diesem Stempel nicht gut lesen kann. Ich werde gleich mal einmal mit meinem Lieblingsstempelkissen stempeln. Um zu schauen, ob es besser lesbar ist, die Zahlen. Sonst ist ja dieser Gag gar nicht so intensiv. Eins, drei, zwei, eins, sechs, eins. Doch, man kann es aber lesen. Könnt schon mal rechnen. Ich muss mich hier gerade noch konzentrieren. Nehmt ihr euch eigentlich Vorsätze fürs neue Jahr vor? Ich bin da nämlich gar kein Fan von. Also ich habe zwei Jahresvorsätze, aber ich habe die gelten jeden Tag. Und wenn es bei einem Tag nicht klappt, dann habe ich den nächsten Tag, um es wieder zu probieren. Und wenn ich das Jahresziel nicht erreiche, hat das keine Dramatik, weil danach gibt es ja wieder ein Jahr, wo man dann besser gucken kann, ob man es erreicht. Also, das geht gut mit dem Ausschneiden. Ich würde aber jetzt tatsächlich das auf Holz stempeln, auf so ein Holzstrukturpapier, damit das mehr den Effekt hat. Und ich glaube, ich würde tatsächlich mit Schwarz arbeiten, mit so einem Archivstempelkissen, weil ich glaube, dass das klarer stempelt. Und das würde ich jetzt mal einmal vorbereiten. Bis gleich. So, ich gebe offen zu, ich habe meine Workshop-Taschen noch nicht alle ausgepackt. Ich nutze jetzt einfach die Chance. Ich habe ein neues Stempelkissen geschenkt bekommen von VersaCraft for Fabric, Paper, Wood and More. Das werden wir jetzt einfach mal direkt ausprobieren. Die Farbe nennt sich Real Black. Ich würde das mal mit Tiefschwarz übersetzen. Wirklich schwarz. So, und ich habe diesen wundervollen Action-Block. Ich weiß nicht, ob ihr den auch habt. Der ist älter. Ich weiß gar nicht, von wann. Steht da eigentlich Jahreszahlen drauf? Er ist älter. Der ist bestimmt schon 2 Jahre alt. Und da ist ja unfassbar perfekt, dieser Block, weil ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal so eine Holzstruktur nehmen. Die hätte ich auch für drinnen nehmen können. Hätte ich für draußen auch nehmen können. Das ist super toll. Ich hätte so eine Holzstruktur, dann hätte ich das Ganze auch so, so, das ist momentan mein Favorit oder das. Ich glaube, ich nehme tatsächlich meinen weißen Favoriten, weil hier, ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem hellblauen so oder auch diesem Blau so klar ist, dass es Holzstruktur ist und ich hoffe, dass das hier ist. Schöne Katze. Nee, ist klar. Wir werfen hier mal alle drunter. Wieso heißt der eigentlich Samtpfoten? Meine Katze möchte jetzt raus. Ist klar. Lass ihn mal kurz raus, dann haben wir hier auch unsere Ruhe. Wimmelkatze. Schön. Ich weiß nicht, was sie draußen gesehen hat. Jetzt will sie auf jeden Fall wieder raus. So, und wir stempeln, wir haben hier noch ein schönes Stück Restpapier, das ist optimal. Und darauf stempeln wir mit dem neuen Stempelkissen. Mal einmal
Ja, sehr gut. Soll ich mal probieren? Kommt, Kinders, ich mache das mal. Ich probiere es mal im gleichen Abstand hinzustempeln. Und wenn es nicht gelingt oder mir ein Buchstabe falsch gerät, dann kann ich es immer noch ausschneiden. Ja, aber es kann gar nicht so ordentlich werden. Egal. Erstmal probieren. Muss auch mit dem Platz hinkommen. Das hatte ich halt bisher, wäre das egal gewesen. Ah, der ist schon ein bisschen schief und auch ein bisschen dick. Aber es ist definitiv besser lesbar in Schwarz. Und das G. Ich finde es gut. Das nehmen wir. Ja, ich schneide es jetzt mal aus. Dann kann ich es immer noch entscheiden. Ich überlege, ob ich es. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich oben oder unten noch was wegnehme. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich den Rest runterletter. Jetzt müssen wir mal rechnen. 4, 6, 7, 13, 14, 16. 16. Meine Stimme verlässt mich. 3, 9, 10, 16. So, dann würde ich schreiben. So, und das kommt schon nicht hin. Also ich empfehle immer wieder, mit Bleistift vorzuschreiben, wenn ihr lettert. Und dann muss ich noch eine Entscheidung treffen, ob ich irgendwas Besonderes beim Lettern beachte. Also welche Schrift ich nehme, wie ich gegebenenfalls verziere. Ja, und zwar gefällt es mir nämlich schon nicht, dass ich, obwohl die 16 kann bleiben. Ich habe ja hier Großbuchstaben, das heißt, ich möchte jetzt hier nicht mit Großbuchstaben arbeiten. Dann machen wir doch mal die langgezogene Schreibschrift. Ja, gefällt mir viel besser. Das machen wir. Und jetzt sind wir wieder mutig. Ich nehme einen Stift, der mir geeignet erscheint. Ich habe da ja einen neuen. Ihr wisst, wenn ich es versaue, nicht schlimm. Ich habe das Papier noch mal. Ist auch nur. Hier ist ein Bogen zu viel.
Die 16 ist das eh viel zu groß. Kann ich auch nicht kaschieren. Gut, nicht schlimm. Wir schneiden uns das hier zu. Stift. Also ihr seht, wenn es mir wichtig ist, dann habe ich es auch gerne ordentlich. Dann schneide ich mir mal einmal hier das Weiße ab. Dann mache ich das Ganze eben 10,1. Mache ich das jetzt wieder und dann habe ich 4 mm weggenommen, das heißt 14,4 brauche ich hier. Next 3. Das bringt aber auch nichts, das vorzuschreiben. Ich mache die Kinderschrift. Die Kinderschrift ist natürlich einfacher. Ja gut, kann man sich auch verschreiben. Nein, ich will die Breite. Schreibe ich vor? Geht doch. Tada! Wunderbar. Muss ich das gleich nur noch wegradieren, wenn es trocken ist. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, was ich auf die andere Seite klebe, damit ich da den Gruß drauf schreiben kann. Und Karte. Hey. Karte ist gerade runtergesegelt. Ich könnte die Holzstruktur auf die andere Seite kleben. Das fände ich schon sogar cool. Aber es wäre sehr anders. Ja, super. Yes. Mal gerade gucken, ob mir das gefallen würde. Sehr lustig. Also das ist jetzt dreckig, das weiß ich schon. Ich könnte weiß nehmen. Ich könnte das industriell hergestellte nehmen. Das fällt aber arg auf. Ich könnte Schwarz reinkleben. Das ist aber, glaube ich, auf keinen Fall. Ich könnte es so lassen. Das möchte ich aber, glaube ich, auch nicht. Ja, ich arbeite mit Weiß. Dann nehme ich mir mal einmal das Schmierpapier und schneide es auf die gleichen Maße zu. Das war 10,1. Mal 14,4. Einkleben fertig. Juhu! Ja gut, ich muss noch einen Gruß draufschreiben, aber den zeige ich euch nicht. Da vertraue ich mir jetzt auch mal, was ich da hinkriege.
Das wäre sehr lustig. Ich mich bei meinem Namen verschreibe. So. Ein langes Video für eigentlich eine gar nicht so komplizierte Karte. Ich hoffe, ihr habt begriffen, was meine Gedankengänge waren, was zu welcher Konsequenz geführt hat. Und euch gefällt die Technik und ihr wendet sie für eure gewünschten Gelegenheiten an. Da müssen nämlich gar nicht Zahlen draufstehen. Da kann auch sein, du bist für mich meine beste Freundin oder du bist die Liebe meines Lebens oder ich wünsche euch Liebe immer und ewig. Was auch immer ihr daraus macht, könnt ihr auch das draufstempeln und klein schneiden. Ah, es gefällt mir so gut. Was sagt ihr? Cool, oder? Ich bin ziemlich zufrieden, wie ihr merkt, und hoffe, dass meiner Mama die Karte richtig gut gefällt. Achso, wegradieren noch, ne? Dann haben wir es. Ne? Gutes Radiergummi, wichtig. Gönnt euch das. War doch Weihnachten. Beautiful. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.